Und willkommen bei Tag 10. Heute wird der Captain gerettet, heute wird der Endgegner platt gemacht, heute wird richtig geholt. Eisöl oder Verwirrung, genau, da landen wir. Und das sind doch 16, nee, 7 Früchte haben wir geerntet von 16 insgesamt. Das heißt, da müssen irgendwo noch 9 Früchte rumhängen in der Gegend. Also ich schätze mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir da gewesen sind. Auch wenn wir jetzt den Captain da rausholen, was das eigentliche Ziel der Gegend ist, heißt das lange nicht, dass wir die Gegend quasi beendet haben. So. Gucken wir uns erstmal nach Gegnern um hier. Ja, alles ruhig. Das Früchtezeug und so weiter, das rufen wir, holen wir das nächste Mal. Wir nehmen jetzt 50 gelbe mit. Quatsch, 60 rote, 20 gelbe. Ach, nee, nehmen wir 70 rote mit. Na, 20 gelbe und 10 Felsbeacon. Das ist eigentlich immer eine gute Aufteilung. So, auf geht's, auf in die Schlacht. Ich finde es eigentlich schade, dass die Kadaver nicht liegen bleiben von den toten Viechern. Aber da gibt es auch eine Begründung im Pikmin. Nachts wird alles von den Käfern übernommen und die holen sich dann die ganzen Beute. Die sind hauptsächlich nachtaktiv und deswegen können die Pikmin nur am Tag überleben und ziehen sich mit ihren fliegenden Schiffchen da in die Atmosphäre des Planeten zurück. Und das hat sich schon in den anderen Teilen so angedeutet. Dadurch man den Pikmin hier als Anführer weiterhilft. Das waren vorher nur... Okay, die müssen wir jetzt kurz mal ausschalten. Die Pikmin waren vorher nur Opfer von Käfern. Die waren vorher nur zum gefressen werden da. Aber seit den anderen beiden Teilen, der Olimar sich ins Ökosystem eingemischt hat, ist es dazu gekommen, dass die Pikmin sich quasi in der Nahrungskette nach oben entwickelt haben. Und nicht mal ganz unten auf der Nahrungskette stehen, weil sie gelernt haben, sich zusammenzuschließen und dann stärker sind. Und ich weiß nicht, wie das in diesem Teil sich hier entwickeln wird. Vielleicht kippt ja irgendwann mal das ganze Ökosystem und die Pikmin übernehmen praktisch die Spitze durch ihr Kollektiv. Deswegen ist es zwar ganz niedlich, denen zu helfen und alleine sind sie schwach, aber ihr wisst ja, wenn sich Tiere im Ökosystem praktisch anpassen oder zu stark werden oder fremde Tiere in ein fremdes Ökosystem eingeschleust werden, kann das böse Folgen für das Gesamtökosystem haben. So, das war der wissenschaftliche Beitrag für heute. Weiter geht's. Jetzt wird wieder nördlich gequatscht. Dunkel. Halten Sie durch, Cap. Ich sehe gar nichts. Da ist der Stromanschluss. Ich brauche gelb. Zack. Jetzt ruft er. Na toll. Die machen aber nicht viel. Die machen kaum Schaden. Was macht der denn da? Er mag kein Licht, ja. Was ist keine Verfolgungsjagd hier, oder? Ich mag Licht, dann sehe ich nämlich mehr. 99 habe ich. Irgendwo ist einer verloren gegangen. Na, herrlich. Okay. Machen wir halt die ganze Höhle sichtbar. Da ist er wieder. Jetzt ein bisschen besser zielen. Ja, diesmal gibt's Wucht. Ich denke mal, die Höhle geht ja noch ein ganzes Stück weiter, so wie es aussieht. Ich ruf sie doch, ich ruf sie doch. So, 98, also ich schätze mal, der erwischt immer ein. Alter, bist du hässlich. Na, jetzt ruft er seine Homies. Die sind mindestens genauso hell. Eigentlich sind sie recht niedlich. Aber erstmal das Nest ausrotten. Da sind ja noch mehr Nester. Und alle zurückziehen. Bevor wir seinen Wind des Todes machen. Alter. Du Mistvieh. Okay, das bringt alles nichts. Wir müssen irgendwann mal den Stromkreis schießen. Hinten ist er. Aber erstmal das Nest kaputt machen. So, alle zurückziehen. Und herkommen.
Ah, wir verlieren einige. Ist auch nicht so schlimm. Das ist ein harter Kampf. Würdet ihr jetzt mal den Stromkreis schießen gehen? So. Das sind die Felsen. Immer ein Drifter. Also wir stellen uns nicht so doof an wie beim letzten Endgegnerkampf, aber richtig rocken tun wir auch nicht. Och, Alter, der mit seinem Giftgas oder Giftporen geht mir gewaltig auf die Nüsse. So, jetzt die sammeln noch die Datei an. Vielleicht gibt die noch einen kleinen Endgegner-Hinweiskampf, Kampfhinweis. Im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Das ist okay, das macht Sinn. Okay, wir haben einer springt irgendwo in der Gegend rum, den haben wir verloren. So, da muss irgendwo auch noch ein Stromkreis zum Schließen sein. Na, da haben wir schon wieder so ein blödes Rattennest. Hört auf, die Pikmin zu fressen. Aber noch ist ja keiner draufgegangen. Aber wo ist denn hier der Stromkreis, den man schließen kann? Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Ich sehe schon wieder den Schatten. Alle, wir kommen ins Licht. Wo kann man hier noch einen Stromkreis? Da oben. Aber wie komme ich denn da oben hin? Ach, ich muss die Britney wahrscheinlich rüberwerfen. Und dann noch ein paar gelbe. Ja, die macht das schon. So. Auf den muss ich aufpassen. Damit muss ich wieder ins Licht, damit ich sicher bin. So, Stromkreis einmal schließen, bitte. Die zerplatzen einfach nur willenlos, die Viecher. Okay. Ne, die sind nicht sicher. Doch, sind sicher alles. So. Hat den aber. Doch, es hat den gejuckt. Ich muss angreifen. Attacke, Jungs. Na gut, irgendwann steht die ganze Höhle unter Licht und dann kann er eh nicht mehr viel machen. Komm her, Junge. So. Ah, da ist noch so ein Nest. Ah, die timen das vom Kampfgefühl her schon gut. Ich habe echt das Gefühl, ich werde noch den ganzen Tag brauchen hier. Also den ganzen Pikmin-Tag, um da mal was zu rocken. So, die Schalen bitte entfernen. So, was kann er mittlerweile? Doch, da oben kann man was tun. Hm. Okay, so weit kann ich sie nicht werfen. Schön immer ausgewichen bleiben. Sich nicht erwischen lassen. Ah, die Hälfte des Tages ist jetzt rum. Na, ich werde noch ein paar Pikmin hochwerfen, damit ich gleich was davon habe, dass da oben noch Nektar ist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danach geht der Kampf weiter. Ihr zu mir. Ihr auch alle zu mir. Dann können die mich gewaltig hart zuschlagen. So. Durften wir keinen einzigen Blattpigment mehr haben, nur noch extrem starke Blütenpigment. Die Brücke ist auch fertig gebaut. Wir haben 90 unter Kontrolle. Ja, passt alles. Okay. Wir brauchen die gelben. Wahrscheinlich einen gelben mehr als wir haben. So, ihn rüber. Ja, wir brauchen ein gelben mehr, so wie es aussieht. Dann haben wir den Jungen. Okay. Ich hab nicht aufgepasst. Alter, du Scheißkerl. Okay, wo haben wir jetzt eine... Da. Spuck aus! Einfach mal nicht aufgepasst. Jetzt haben wir doch wieder Blattpigmen. Und ein paar verloren. So. Die vier dürften reichen, um den Rest noch zu rocken.
bringen wir uns ins Licht in Sicherheit. Dann kann er uns nämlich mal gewaltig an die Füße fassen. So. Und jetzt kommt gleich das große Licht, mein Freund. Komm, gib's dem Mistvieh. Jawohl. Fight for your right. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Army und tritt dir in den Arsch. Immer gewaltig drauf. Der hat aber auch ein Ausdauervermögen, der Junge. Ah, vergiften kann er uns mal nicht, weil wir alle Pikmin retten werden. Also hoffe ich zumindest. Und wir haben es sogar geschafft. Weil es immer noch 86 sind. So, jetzt ist es einfach nur eine pure Jagd, schätze ich mal. Hey, da oben ist ein Ausgang. Na, guck mal, wer da Schwäche zeigt. Ja, schon klar. Alle wieder zu mir. Und ist noch einer in Giftlaune. Ah, ist mir klar, dass der Tag bald um ist. Aber wir werden das trotzdem schaffen. Wir, die Felspiegel am Anfang, die machen am meisten Schaden. Und dann wieder rot kräftig drauf. Komm, fall runter. Schon mal alle wieder einsammeln. Wenn du nicht einsaugst, am gefährlichsten. Alter, nicht alle, nicht komm, komm, komm schon zu mir, komm zu mir. Vielleicht die Ausräuche wollen dann demnächst mal ein bisschen mehr üben. So. Jetzt holt den Typen da runter, der nervt ganz gewaltig. Also es ist ein sehr ausdauernder Kampf, den man hier führen muss. Vor allem der Tag ist fast um, wenn ich mich nicht beeile, verliere ich nicht gegen den Typen, sondern einfach nur, weil wirklich die Zeit um ist. Los, los. Jawohl, das war's. Altes Mistvieh. Ich glaube nicht mehr, dass ich die Leiche noch zum Schiff schaffen kann. Dafür wird's nicht. Uff. Und noch eine Frucht, eine Mango, so wie ich das sehe. Da ist er ja. Endlich haben wir ihn auch. Jetzt haben wir drei Leute. Macht es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen verwirrender, aber ich bin froh, dass ich ihn gerettet habe. Freut er sich. Captain Charlie und alles wird gut, genau. Hallo. Jetzt reagiert er. Ja, ohne ihn können wir nicht nach Kuba, aber den finden wir schon. Heute fand ich etwas wie ein Schlüssel aus der Schlüsselschatzkiste. Captain Olimar. Alles klar. Wir sind also auf dem Planeten nicht die einzigen klugen, intelligenten, ja, super. Kann nur der Übersichtsschlüssel Drax sein. Also passiert das zeitgleich mit Olimar? Ich habe gedacht, die Einträge sind zeitlich später angesiedelt, aber es scheint wirklich zeitgleich zu passieren. Überrascht mich jetzt wirklich. Okay, genug gestaunt. Versuchen wir alles noch zur Basis zu tragen. Okay, die pieken mit einem anderen Weg. Ich schätze mal, da werden wir jetzt auch lang gehen. Um den Felsen kümmern wollen später. Ach, da oben wären die restlichen Scherben gewesen. Na gut, wir haben es mit Rüberwerfen geregelt. Ach, hier ist die Schatulle. Jetzt wird geschoben und wir haben genug Platz. Na super. Das Problem ist, jetzt sind da unten wieder Viecher. Die wir erst aus dem Weg räumen müssen. Aber so kommen wir schnell an die Basis zurück und können weiter forschen. Kommen jetzt die an? Ja, die kommen. Aber erstmal einen kleinen Fight abhalten.
Gut, dass ich gerade nicht sehe. Also die ganzen Monster, die aktiv sind, das stört mich gerade ein bisschen sehr. Ist da unten gerade? Nein! Hat man so schön den Weg freigeräumt. Da wird man immer noch gepwned von so einem Viechern. So. Schön sammeln. Ich weiß, es sind nur ein paar Sekunden. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem hin. Ja. Nicht so schlimm. Mitkommen. So, wir werden sogar noch so, dass wir die mal hochschleudern. Oder auch nicht. Ach Gott. So, sieht doch gut aus. 100 im Feld. Ein paar haben wir. Ich schätze mal, die werden hier eingepflanzt sein. Klar haben wir vielleicht wieder ein paar verloren. Aber hey, wir haben den Enkel wieder besiegt. Und endlich ist der Captain bei uns. Und damit lief das eigentlich richtig gut. Das überspringen wir mal schnell. Ich bin mal gespannt, wie viel ich nur liegen lassen habe. Oh, einer. Nein. Und noch Felspigment. Nein, lass sie nicht fressen. Oh Gott. Genau das passiert, wenn man die Pigmen einfach alleine lässt. Das grausame und traurige Schicksal. Ja. Muss ja mal kommen. In jeder Let's Play-Aufnahme muss ich mindestens zweimal auf diese Taste kommen. Hihi, ich entdecke für mein Leben gerne neue Früchte. Heldinnenträne. Ein sehr origineller Name, muss ich sagen. Und aufgefüllt. Haben wir noch eine Frucht entdecken? Ich glaube, das war die einzigste. Aber es reicht ja auch erstmal. Flutsch reicht auf jeden Fall für zwei Gläser, was eigentlich recht mächtig ist. No, sogar noch mehr. Na, Hammer. Eins wird wieder aufgebraucht und dann haben wir insgesamt 10 Tagesrationen. Oh, die ist so, naja, ich sag dazu nichts. Nee, doch 10 Tagesrationen haben wir. Na, die reicht noch eine ganze Weile. Tag 10, wir haben es geschafft. Nach 10 Tagen war endlich die Crew vereint. Und haben in dann heute 20 verloren und einen in der Nacht. Und 20 halt im Endgegnerkampf, also 19. Das ist eigentlich keine schlechte Statistik. Okay, dann war das jetzt eine 3-Tage-Speed-Session. Ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wenn ihr Spaß habt, guckt einfach wieder rein, denn das Abenteuer geht weiter. Und der Captain ist jetzt da und ja, jeder weiß ja, wenn ein Captain dabei ist, ist wie bei Captain Future und Captain Planet, dann geht's erst richtig ab. Oh Gott, kennt ihr überhaupt noch wer? Bis zum nächsten Mal. Ciao.